Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard Season 3. Wir werden live in das Game reingehen. Ich habe richtig Bock. Ist richtig krass. Ich habe nämlich schon gesehen, was für neuer Content dabei ist. Hab gestern im Stream schon angefangen und würde euch das live nochmal präsentieren, weil die Zeit gestern hat einfach nach der Arbeit nicht gereicht, um in 5-6 Stunden zu zeigen, wie heftig dieses neue Update ist. Und COD-YouTuber zu sein ist absoluter Bullshit. Aktuell könnte ich heulen, denn das, was wir kriegen, ist einfach scheiße. Aber irgendwie muss ich's überstehen, deswegen danke ich Sky Vodka, dass er mir große Flaschen bietet. Eine Flasche für ein Update, damit kann ich leben. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, es ist ein bisschen Ironie in meiner Stimme gewesen, weil ich einfach finde, dass dieses Season 3 Update, was ja Content für 56 Tage bieten soll, einfach so unfassbar schlecht ist. Es ist so unfassbar dreist. Also, ich zeig's euch. Es gibt im Prinzip den neuen Battle Pass. Der Battle Pass wird, wie auch immer sie es schaffen, mit jedem Mal noch schlechter. Ihr könnt die durchgehen. Im Prinzip, die ersten 5 Waffen haben diesen Skin eigentlich. Ich meine, das ist nichts. Das hat gar nichts. Dann gibt es immer XP-Token, die gar nichts bringen, weil wir dieses behinderte Prestige-System haben. Dieser Skin ist einfach komplett langweilig. Der hier ist, also wer damit freiwillig rumläuft, soll sich einweisen lassen. Den hier finde ich persönlich ganz cool. Es ist der legendäre Matteo-Skin. Den kriegt da auch jeder mit rein. Den haben wir euch jetzt auch mal ausgerüstet. Der ist ganz cool, muss man sagen. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen durchgeht, also ich brauche ja keine Visitenkarten zeigen oder hier, ich meine, ja. Hier ist die erste neue Waffe, die DMR, die M1916. True Game Data, alle haben schon drüber gesprochen, ist keine Meta, ist nichts Besonderes. Sieht jetzt auch nicht besonders aus, gibt dem Game nichts Neues, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier später bei 31 die Nikita, höchste Feuerrate bei all den Sturmgewehren, aber auch nichts Besonderes einfach. In den Patch Notes standen noch ein paar Waffenbalances drin, die anscheinend aber nicht online gegangen sind. Dann gibt es hier solche Waffenvarianten, also jetzt mal Real Talk, Leute. Da ist nichts Spezielles dran, wirklich gar nichts Spezielles. Ich kann mal hier so ein bisschen weiter durchgehen. Isonuklear, wir sind also jetzt mit Godzilla und Nuklearwaffen im Zweiten Weltkrieg angekommen. Aber ein Trophy-System wollte man uns bis jetzt auch nicht geben. Finde ich ganz cool, kann man auf jeden Fall mal so machen. Dieser Skin auf Level 100 finde ich jetzt, das ist der Daniel-Skin, auch noch in Ordnung. Aber wenn man nicht sowieso die COD-Points hätte, so wie ich sie aus jedem Battle Pass halt immer wieder rausspiele, weil ich Warzone und Reaver spiele, würde ich es niemals kaufen. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man diesen Battle Pass einfach fertig kaufen kann. Was richtig ist, zumindest funktioniert endlich mal etwas, der Progress geht richtig. Ich habe gestern 2,5 Stunden Vanguard gespielt und konnte nicht mehr, weil es so scheiße langweilig ist. Aber der Progress, 2,5 Stunden Spielzeit oder In-Game-Zeit, 11 Level kommt ungefähr hin, das ist in Ordnung. Hier immer noch, uns fehlen immer noch Medaillen, die immer noch nicht dabei sind. Hier werden einfach nur 10 Medaillen angezeigt. Manche Medaillen gibt es einfach gar nicht. Fortschritt ist immer noch verbuggt, macht einfach gar keinen Sinn, was hier steht. Dann haben wir jetzt im Shop natürlich wieder irgendeine Kacke, irgendein scheiß Snoop Dogg Skin, der da reich geworden ist mit oder sowieso schon reich war. Also das ist einfach gar nichts, also wirklich gar nichts. Dann haben wir eine neue, nee, Streak haben wir gar nicht neu. Wir haben eine neue Feldaufrüstung, das Trophy System. Da war eine Aufgabe hinter. Ihr durftet 15 Runden lang nicht sterben von der Granate. Die Runden mussten beendet werden. Das ist nur, damit wir alle unnötig lange in diesem Game verbringen. Damit die freigeschaltet wird. Aber, was ja selten vorkommt, letztes Mal hat es verkackt. Die Challenge hat nicht getrackt. Mal wieder, so wie alles hier. Da haben sie die Challenge einfach rausgenommen und gesagt, hier habt ihr das Trophy-System. Das nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Ich will mal zeigen, wie lange es dauert, das einzusetzen. Und dann spielen wir einfach mal, es gibt eine neue Map, Mayhem, ist auch eine Playlist für. Die zweite neue Map, soll auch eine kleine sein, kommt erst in 28 Tagen zum Mid-Season-Update. Das heißt,
wenn man für den Multiplayer zusammenfasst, Warzone, anderes Video, anderes Thema, aber Content für den Multiplayer, zwei neue Maps, wovon wir nur eine jetzt spielen können. Beide neuen Maps, weil sie kleine Maps sind, tauchen nicht mehr in der Spielrotation auf, wenn ihr taktisch, also 6 gegen 6, sucht in einem Team mit mehr als 3 Spielern. Das ist von Sledgehammer so vorgegeben, das hat Ace herausgefunden. Zwei neue Waffen, die nichts Besonderes sind. Kein Party-Modus, kein One in the Chamber oder Requisitenjagd oder Gun Game oder sonst was. Ist einfach nach 6 Monaten immer noch nicht da. Ich habe gestern in 3 von, ich glaube, 6 Runden Paketverlust gehabt. Immer noch, ist auch immer noch da. Ist auch ein Feature jedes Mal. Und das ist der Content eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Also, ich check's nicht. So, neue Map. Keine Ahnung, was hier, was für eine Waffe ich hier nehme. Ich nehme einfach die, Railgun. So, noch was Neues. Ich werde, Digga, ich bin... Junge, wie kann ich denn von hinten angeschossen werden, wenn ich seit einer Sekunde auf der Karte bin? Das ist doch einfach unmöglich. Er hat atomar jetzt schon. Er hat einfach sein ganzes Leben verkauft. Trophy-System haben wir auch. Guck mal, wie lange es dauert, bis man es legt. Achso, haben wir gar nicht. Bin behindert. Wieder hinter uns. Es gibt seit dem Update, Leute, eine Sache nicht mehr, was ich sehr cool finde, und zwar Aim Assist. Aim Assist ist auf... Ja, was... Aim Assist ist, und das hat der Movement King, Jovo, Digga, ich sterb einfach. Jovo, amerikanischer YouTuber, heute auch bei Twitter gefragt. Er meint so, ja Leute, irgendwie, haben sie am Aim Assist gearbeitet? Der Aim Assist ist teilweise ganz weg und teilweise nur noch wenig da. Das ist so ein Schmutzgame. Das ist so ein Schmutzgame. Es ist also wirklich nichts gut. Er hat Hunde, Digga. Wieso hat er einen Hund? Das ist absolut. Dieses Game ist absolut schlimm. Also, es ist einfach nur schlimm. Also, ich kann niemanden. Wirklich, ich habe es die ersten 3 Wochen empfohlen. Und es ist so ein Fehler gewesen. Also, ich habe echt gedacht, die können hieraus was machen, weil sie halt die richtige Engine nehmen. Aber es ist einfach nur Schmutz. Es. Digga, was hat er denn da? Kein Aim Assist. Ja, es gibt seit dem Update für Controller-Spieler kein Aim Assist mehr. Oder er wird halt teilweise um 80, weiß nicht, 95, 100% reduziert. Infinity Ward hat dazu heute einen Tweet dagelassen und haben gesagt, Digga, er campt. Chat, er campt. Ey, Chat. Ich bin schon, ja, ich stream leicht, deswegen Chat. Ja, sie haben es also wieder hingekriegt, etwas, wo sie gar nicht dran gearbeitet haben, kaputt zu machen. Nämlich diese Scheiße mit dem Aim Assist, was für Controller-Spieler ja absolut geil ist. Freue mich auch sehr darauf, heute Abend Rebirth zu spielen. Ich spiele auch MW19, ich gehe da auf Damaskus, weil ich Multiplayer spielen will zwischendurch. Und der hier halt einfach eine glatte 6 ist. Oder ich habe einfach gar keinen Aim Assist, Leute. Es ist, und ich kann es euch zeigen, ist nicht so, dass ich euch verarsche oder so. Hier, Zielhilfe ist an. Black Ops Zielhilfe und auf Präzision. Das heißt, ist nicht, dass ich es jetzt irgendwie ausgestellt habe. Digga. Ist einfach weg. Es ist einfach. Aim Assist ist einfach weg. Genauso haben sie auch noch was geändert. Und zwar haben wir jetzt ein Problem, dass wir nicht mehr Slide canceln können in Vanguard. Sie haben an dem Slide-Rutschmechanismus irgendwas fabriziert, dass es nicht mehr geht. Digga, Digga, mein Controller ist so heftig am Shaken. Wartet. Ich zeig euch das mal. So könnt ihr es sehen. Ich hoffe, ihr könnt mein Digga! Ist einfach gar kein Aim Assist. Jawohl. So, was haben wir hier? Eine Own oder was? Nehmen wir. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Hier ist ein Trophy-System. Digga, wie lange das dauert. Man hat zwischendurch dann kurz Aim Assist, was einen fertig macht, weil das Gehirn halt dann auch zwischendurch ja irgendwie lernt, okay, es geht so nicht, ich muss was anderes machen. Digga, was ist das für Spawns? Wo sind die Spieletester? Wie,
wie kann man so unfähig sein wie Sledgehammer? Wirklich, wie kann man so unfähig sein? Dieses Studio hat die letzten drei CODs einfach... Ja, alles explodiert, alles brennt. Guck es an, es ist kein Aim Assist. Ihr bleibt... Ihr schwankt so mit dem Controller beim Zielen. Es ist so krank. Und das Faszinierende ist, der Aim Assist auf der Xbox ist seit, ich weiß nicht, 6 Monaten kaputt. Also so richtig kaputt. Und da haben sie jetzt 6 Monate gebraucht, um das zu fixen. Nur damit 2 Wochen später im richtigen Update plötzlich alles wieder kaputt ist. Also Real Talk. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wie das passieren kann. Er spawnt halt... Digga, er spawnt halt 1 Meter hinter mir. Was? Wie soll ein Spieler, der dieses Game für 70, 80 Euro gekauft hat, sich hier freiwillig hinsetzen zu einer neuen Season und sagen, ja, ich spiele das hier lieber als Elden Ring oder sonstiges oder sonstiges. Wie soll ein Spieler das für sich selber rechtfertigen? Ja, guckt euch den Spawn an. Welcher Mensch sitzt in diesem Entwicklerstudio? Ja, guckt euch die Spawns an. Guckt euch das an. Ich habe ja extra dieses Perk, was mir anzeigt, wo sie spawnen. Weil man eben nicht mehr predikten kann, wo was passiert. Und wenn es nur auf kleinen Karten wäre, ja, würde ich damit leben können und sagen, scheiß drauf. Aber das hier ist so Bullshit. Also Leute, wirklich. Ich spiele den Multiplayer halt auch eigentlich einfach nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Game Sound mehr. Ich habe keinen Game Sound mehr. Jetzt kommt er wieder. Was ist das für ein Spiel? Wie kann man Sledgehammer allen Ernstes wieder die Verantwortung geben für sowas? Und man kann Activision auch dafür blamen, aber bei aller Liebe, wenn Sledgehammer das hier nicht gerade komplett mit Absicht so schlecht gemacht hat, um Activision einen reinzuwürgen, was schwer vor... Digga, diese Spawns. Guck mal, er spawnt halt legit... Also, da wo ich stehe, ist er einfach direkt hinter mir gespawnt. Und plötzlich habe ich Tracker, aber ich habe gar keinen Tracker als Perk. Wieso habe ich Tracker? Ich habe es nicht mal als Perk. Oder wird das von Teammate angezeigt? Nein, oder? Wenn Teammate das hat, wird es mir nicht angezeigt. Nein, wird nicht. Wäre richtig Bullshit. So, was ist das? Das Game ist so schlecht. Also wirklich, ich habe lange Zeit gesagt, MW19 ist mit Abstand das schlechteste Call of Duty, was ich je gespielt habe. Und bis vor kurzem, gameplay-technisch, war ich auch immer noch der Meinung. Aber ich... Digga, wieso brenne ich schon wieder? Ich habe 46 Kills und wie viel Tode? Ach ja, Tode werden ja nicht mehr angezeigt. Haben sie ja rausgenommen. Angeblich war es ein Bug, aber ist halt seit 3 Monaten der Bug. So. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns zur 4. Season dann wieder.